Aber da sind wir ja sogar in dem Trailer. Was für ein Gefühl, Katharina Müller, was sagen Sie dazu? Boah, geil. Hallo. Willkommen zurück bei einem neuen Video von uns. Heute mal wieder bei uns in der Wohnung. Und worum geht's heute? Was haben wir heute geplant? Passend zum Kinostart, der am 7.2. war, von unserem Film, also nicht unserem Film, aber in dem Film, den wir mitgespielt haben, Glück ist was für Weicheier. Wer davon noch nichts gehört hat, wir haben auf allen unseren Kanälen oder sonstiges Werbung dafür gemacht. Der ist, wie Katharina gesagt hat, seit letzte Woche Donnerstag in den deutschen Kinos. Und unten in der Infobox findet ihr auch, in welchen Kinos der alles ist. Vielleicht ist der ja bei euch in der Nähe, wer weiß. Einen Vlog haben wir auch gemacht, ne? Genau, einen Vlog haben wir auch noch. Den verlinken wir euch da oben. Als wir den Kinofilm gedreht haben oder mitspielen durften, haben wir so einen kleinen Vlog dazu gemacht. Schaut einfach mal rein. Und heute ein kleines Reaktionsvideo. Richtig. Auf den Trailer. Von vornherein, wir haben den Film halt schon gesehen bei der Premiere. Ja. Also wir schauen jetzt einfach mal zusammen da rein und gucken, was ihr davon haltet, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Wir starten jetzt einfach mal. Aber da sind wir ja sogar in dem Trailer. Was sagt man denn dazu? Was für ein Gefühl, Katharina Müller, was sagen Sie dazu, in einem deutschen Kinofilm im Trailer zu sein? Also es ist so wirklich das Gefühl, boah geil, und aber du hast noch nicht boah geil gedacht, da bist du schon weg. Ja, also wir spulen nochmal zurück, machen nur nochmal den Anfang und das ist wirklich eine Sache von 2 Sekunden. So lange Beine haben wir die Aussehen ist gar nicht so wichtig. Im Leben zählen andere Dinge. Sie hat immer so gute Laune. Ich wünschte, ich wäre schwanger. Schwanger haben einen schönen Mann und ein schönes Haus. Wie geht's, Sabrina? Ich glaube, da haben ein paar kleinere Komplikationen. Das kleine Mädchen, was ihr gerade gesehen habt, die hat wirklich so einen Hammerjob gemacht. Und was für verschiedene Rollen die geschlüpft ist und wie sie das wirklich gespielt hat, das war einfach der absolute Hammer. Das einfach nur mal. By the way, viele, die das nicht wissen, es ist ein Mädchen. Also da haben auch die Kostümbildner gute Arbeit geleistet, ja, sie wie ein Junge aussehen zu lassen. Das Mädchen hatte, glaube ich, so lange Haare wie ich jetzt gerade und hat sich die extra für die Rolle so kurz schneiden noch lassen. Noch kürzer als ich, ja. Mädchen wissen, was ich meine. Das ist hart. Weiter geht's. Schreibst du deine Memoiren? Ich sterbe noch vor Lachen. Ja, Gabriel, Sie sehen doch schon wieder so blass aus. Kann ich Sie bei einem Abendessen bei mir vielleicht ein bisschen aufpäppeln? Sag mal, ist das, was du hast, eigentlich irgendwie besser geworden? Du bist also bei mir, weil du im Da sieht man auch nochmal so eine Szene, diese Ticks, die sie in dem ganzen Film überhand, ne? Also sie hat solche Ticks. Wenn ihr da reingehen werdet, das dann nochmal sehen, wie mit den Socken. Sie muss immer eine bestimmte Anzahl in den Socken so hoch runter machen und solche Dinge. Und deswegen geht sie da auch in professionelle Behandlung für. Und diese Frau, ich weiß nicht, ich muss gerade lachen. Wenn ich sie sehe, sie erinnert mich an jemanden, aber ich weiß nicht wen. Also hat die gerade über den Tisch? Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Weiter. Englischunterricht laut geschrien hast. Ich hoffe doch auf Englisch. Bis zum nächsten Mal legst du bitte ein Zwangtagebuch an. Und dazu notierst du alle Zwänge samt Datum und Uhrzeit. Alle. Natürlich, alle. Das ist das Beste, finde ich, das Witzigste. Wie sie da fragt, alle und wirklich alle Zwänge notieren sollen, dann wird sie gar nicht mehr fertig werden. Dann wird der Film, glaube ich, 5 Stunden dauern. Ja, vor allem, er gibt ihr so einen Zettel und das ist halt einfach viel zu wenig. Das reicht gar nicht. Wenn sie alles gesagt haben, was gesagt werden musste, dann wird ihr Tod ihr größter Höhepunkt sein. Jetzt sei doch mal ein bisschen selbstbewusster. Jessica, glaub an dich. Hi, du bist in der Badehose. Das ist mein Buch. Jetzt gibt's ehrlich. Kannst du kommen? Sie will die Ehe mit dir vollziehen. Da draußen steht ein junger Mann, der sagt, er sei hier, um die Ehe mit Sabrina zu vollziehen. Kommst du öfter her? Wenn ich den Kopf reinkriegen muss. Sag mal, kann das Auto eigentlich auch fahren? Das Leben ist schön! Boom. So ein Endbild. Was für ein Ende. Der Elch wird überfahren. Ja. Fällt mir jetzt gerade auf, ist so ein bisschen auch
auch so wie das Filmende ist eigentlich, ne? Ja. So eigentlich ganz gut. Also, wir wollen natürlich nicht spoilern, ne? Aber was wirklich, wie da auch vorhin stand, was die Hofer Filmtage auch gesagt haben, eine Hymne auf das Leben. Und so, finde ich, ist auch dieser Film. Also dieser Film hat so viele Höhen und Tiefen. Das geht die ganze Zeit so ein Hin und Her. Und ich finde, es ist ein toller Familienfilm. Und das würde ich jetzt auch sagen, wenn wir dann nicht sein würden. Also wenn ich jetzt nur so von dem Film gehört hätte, wo man wirklich mit der ganzen Familie reingehen kann. Ja, also ich finde es halt einfach super cool, wie immer wieder diese irgendwie Momente erfasst werden, die das Ganze ein bisschen trotzdem komisch machen. Also es ist wirklich kein Film, wo man reingeht und sich schlecht fühlt, weil es da auch um Krankheiten geht. Da sind halt einfach manchmal so coole Situationen dabei, wo du entweder wirklich laut lachen musst oder einfach nur schmunzeln musst. So eine Tragikomödie auf jeden Fall. Irgendwie, ich finde den Film irgendwie besonders. Es ist nicht so ein Hollywood-Blockbuster-Ding. Es ist halt wirklich, also was wir beide auch von uns gesagt haben, ist so, Leute, die Ahnung von Filmen haben, die werden da wirklich sagen, so wow, denken wir, der Film ist einfach wirklich was Besonderes. Der ist so ein bisschen ans echte Leben gebunden. Ja, richtig. So nicht übertrieben irgendwie. Ja, ne? Genau. Ja, das war unsere kleine Reaction. Wir haben ein paar mehr Szenen in dem Film, aber wie gesagt, wir sind halt nur eine Nebenrolle. Aber es war trotzdem, wie wir schon tausendmal gesagt haben, eine einzigartige Erfahrung, die wir immer wieder gerne machen würden. Den Trailer tun wir euch auch nochmal in ganzer Form unten in die Infobox. Schlusswort gebe ich an dich weiter. Ja, kurze Fun-Story. Oh. Und zwar ist es immer so irgendwie gewesen, wenn wir so gesagt haben, ja, wir haben in einem Film mitgespielt, oh, wow, cool. Und dann sagen wir, ja, wir sind sogar im Trailer drin, wow, was krass. Und zeig mal, und dann zeigen wir so den Trailer und die Leute, meistens ist so bei YouTube auf dem Handy, verschwindet erst gerade das Play-Zeichen, wo wir schon vorbei sind, die so gucken sich den ganzen Trailer an, so, und hä, wo wart ihr? Wo wart ihr nicht? Wir so, ja, da vorne, die erste Sekunde, und die so, cool. Aber immerhin und das. Aber wir haben es im Trailer geschafft. Genau, das können nur wenige Leute von sich behaupten, in so einem Trailer mit gewesen zu sein. Wir genießen das auf jeden Fall jedes Mal. Wir müssen nur zusehen, dass wir schnell genug, wenn wir es zeigen, das Playzeichen wegmachen. Zeitlupe beim nächsten Mal. Genau, oder Zeitlupe, sowas. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis Ciao. Dann. Ciao.